Ja, Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zurück zu L.A. Noir. Da hinten sitzt das Verräterschwein. Im letzten Part haben wir ja diesen einen Zeitungsausschnitt uns angeguckt und da hat er irgendwie den großen Oberhäuptern da, die da in dem Raum waren, irgendwas erzählt, von wegen, man könnte ja eventuell, ne, jemand, der gerade gut im Polizeipräsidium steht, wir sind eigentlich der gut im Polizeipräsidium steht. Roy, was hast du getan? Mal gucken, ob wir das noch herausfinden. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Wir werden uns hier nochmal genauer umgucken. Ich weiß gar nicht, habe ich den schon in die Tasche geguckt? Ja, stimmt doch, natürlich, klar. Das ist ja die Abschlussliste. LAPD-File. We have a traitor in our midst. All of the names on the list have a hit team assigned to them. Ich war mir nämlich nicht ganz sicher, weil ich habe den Spielstand jetzt gerade wieder geladen und dann habe ich Roy gefragt, was wir zu tun haben, weil es gab keine Location, wo wir hätten hinfahren können. Da sagte er, ja, geh mal zurück in die Gasse, vielleicht haben wir da ja was. Stimmt, Sheldon. Dem müssen wir wohl helfen. Der scheint wohl der Nächste zu sein. Owen is meeting with Sheldon tonight. We need to get to those guys fast, otherwise there'll be no case. Genau, jetzt haben wir's. You drive. I need to go over the case notes. Do we know where we're going? Nehmen wir erstmal das hier. Vor allem, wie schön der Wagen heil ist jetzt auf einmal wieder, nur weil Spielstand geladen worden ist. Roy, rückwärts, ne? They're taking out all the guys from the ship. Why? How does that get them the dope? They obviously don't know who has the morphine, and they're waiting for someone to crack. Das schöne Auto. So ein Idiot. Roy, Alter. So ein Idiot. Das ist ja wie ein Mafia-Film, Alter. Getting close. Ja, dich darf wieder fahren, alles klar. I can't take the shot from here, Cole. Halt die Klappe und schieß einfach, Roy. Steer him off the tar. Halt einfach die Klappe und schieß. Let's see how fast he runs on bare rims. Hit him, Cole. Spin him out. Was meinst du, was ich hier tue? Oh, Tommy Gun. Hat er's bald? Alter, der steht ganz schön viel Hit weg. Hit him! Clear this asshole off the road. LAPD, put your hands in the air. Roy, du musst die auch erschießen, die Jungs. Idiot. Ist doof. Wie ihr guckt. Wir haben es wieder geschafft, Cole. Wir sind die Besten. Na, von wegen, wir sind die Besten. Weiter geht's. You can drive. Where are we going? So. Fahr, Roy, fahr. Einfach fahren. Was ist denn hier los, Alter? Eine Schießerei nach der anderen. Wahnsinn. This face can't be familiar.
Throw out the guns. Erstmal eine Waffe nehmen. Tommy Gun. Sehr gut. Give me some goddamn cover. I need someone to come to my six. Right. How long do you think you can hold out? Rüberspringen? Stuff only, ja, hier darf ich nicht hin. Give it up, chump. I know you're there. Wo ist der Letzte? Guck nochmal. Sehr gut. Nur weil es verpixeltes Glas ist. Ja, ja. Hat sich zu sicher gefühlt. Ist das dein Ernst, Cole? Du. Kannst du nicht einfach die Knarre hinschmeißen? Tell Courtney. Bad luck. It was worth a try. Er lebt noch. It was worth a try. Jetzt ist er tot. God. Aber erstmal während des Gesprächs ins Gesicht und dann hin und her gedrückt. Eisbärenverbrecher. Polar Bear Ice Company. Really did it. Wonder whether it was worth it. Most people never get the chance to be rich. Wouldn't you risk it? Ist nicht diese Eisbärenfabrik hier diese. Waren wir da nicht schon? Wegen Morphin, was eingefroren war? Könnt ihr euch noch dran erinnern? Ich glaube, das war die, oder? Und da gab es zwei Eisfabriken mit. Ich kann in die Taschen gucken. So cool. Nimmst du die Knarre wieder mit? Nö, brauchen wir nicht. Mach die Spurensicherung schon. Gut, dann würde ich sagen, ihr räumt auf, Jungs. Schönen Dank noch. Fine. But if the skipper sees us driving around in this, we're dead. Das glaube ich nicht. Sollen wir hier noch was? Warte mal. Es ist voll stürmisch draußen, Alter. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Hier ist noch einer. Ne, das war der. Ah, jetzt. Jetzt darf ich hier hinter. Ah, kann ich mir die anderen Idioten noch angucken, die hier eine Schießerei veranlasst haben. Erstmal schön drauf gestanden. Der andere muss doch, warte mal. Der andere Licht doch eigentlich müsste. Nö, haben sie schon weggeräumt. Ach, hier komme ich gar nicht rein. Ich hätte schon an der anderen Seite reinkommen können. Ja, dann muss doch der Typ hier wichtig sein, oder was? Cool. Kannst du oder ist er verbuggt? Warum kann ich hier hinter? Hier geht's nicht, der Manager ist nicht da. Hä? Gibt's auch kein Klimpern, kein gar nichts? Was sollen wir hier? Darüber springt tut er auch nicht. Na Roy, weiß nicht, wie du herkommen sollst. Okay, gut, ich gehe zurück. Ich glaube, da hinten im Gang noch vielleicht, aber sonst. Die Kollegen vom Aufräumdienst haben auch ein bisschen was vergessen. You better go find out what happened here. Ich auch noch eine Knarre.
Oh, hier liegt auch noch einer. Mhm. Du hast nichts in der Hand, ne? Nur ein Brief. Looks like Sheldon is bringing his own fire team with him. Das ist schon fast wie so eine Straßengangster-Schießerei hier, ey. Hast du was in der Hand? Ich guck lieber nochmal. Nö. War's das, oder? Yep. Juski, Beckett, Goldrick, Driscoll, these are good guys. Why did they get wrapped up in this thing? Not everyone has your unwavering restraint in the face of temptation, Cole. Treffpunkt. Courtney, wie weit ist denn das eigentlich? Warte mal. Ich kann ja die Karte nicht so aufrufen. Das ist ja gleich um die Ecke. Fahren wir das Stück selber. This isn't looking good. I feel like the fat kid at the back of a race. You sure it's Cohen making the hits? All fingers point his way. Your buddies are in way over their heads. Being a Marine doesn't mean shit out here. So schaltet man ja eigentlich Fahrzeuge frei, wenn man da einsteigt und mitfährt. Ist alles gut, ist doch genug Platz. Stell dich nicht so an. These rat bastards. Ah, Mann. Ihr Schweine. Der hat eine Tommy Gun. Oh. Oh. Keep moving, I'll cover you. Da oben. How long do you think you can hold out? Okay, okay. Find some cover. They're making a run for it after them. Was soll denn das? Can't hit him from this distance. Wie, der trifft nicht? Alter. Okay, ich wollte eigentlich nur rennen. Mitnehmen. Was Cole da auch gerade vorhat, ich weiß es nicht. I'm wide open here. Ist mir doch egal. Ich komm von oben. You're fucking Batman. Batman. Let the slug in this one over here. Krass, Cole. Das ist ein Typ. You're clear, go! Jo, ich spring einfach. You're surrounded! And your buddies are dead! Hm. Krieg ich von hier nicht. Wenn ich gleich oben bin, dann werde ich wahrscheinlich übergeschossen. Nö, ist doof. Gib mal her deine Knarre. Ja, jetzt zeig ich auch mal so eine. Ja, das ist so eine BAR. I'm gonna put out an APB on every one of the sons of bitches on that. APL to Car 11K. Car 11 King, come in. Car 11 King. 11K, go to Hollywood Station. Hey, Courtney Sheldon is at Hollywood Station requesting an interview with Detective Cole Phelps. Well, I'll be damned. That's not correct protocol, 11K. I'll take that as a roger. Car 11 King en route. Ja, jetzt kannst du You're fahren. Behind the wheel. Du weißt ja den Weg nach Hause, All ne? Alright, where to? Ja, wo denn wohl? Hast du den Funkspruch nicht? Ach, was reg ich mich eigentlich auf? Der Typ ist dumm. So, ich mag ihn nicht. Also wenn ihr ihn mögt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben und das natürlich gerne mitteilen, ob das so euer Charakter ist, den ihr bevorzugt. Oder welcher von den Charakteren, die wir schon kennengelernt haben. Oder ihr wartet bis zum Abschluss. Roy. In my office, if you please.
I'm working a major case. I'm that close, Cap. It's gonna have to wait. Let Phelps do the interrogation. But, Cap... No, but. This is more important. Scheiße, wa? Kriegst du einen Arsch hoch, wa? It'll never stick, and you'll get roasted. Ah, guck mal hier mit Sheldon. Doktor. Is this your attorney? No, detective. This is Dr. Harlan Fontaine. He came down here to help me out. How do you do, sir? You stole the morphine from the Coolidge. You can't prove that. Let's see if I can try. And what is your relationship to Sheldon, sir? Tutor, mentor. Mr. Sheldon is a medical student of mine. He has a very bright future. Oh, that's nice to know. Too bad all of your war buddies won't get to see your graduation. Oh, dann noch mit dem Doktor, ne? Sheldon, du lässt dich da, weiß ich nicht, du kämpfst da mit dem Messerschneide um dein Leben. I would have asked Beckett or Majewski or Driscoll about their involvement, but that's difficult, considering they're all dead. That leaves you, Sheldon. You can't blame their deaths on me, Phelps. Kann ich nicht? Weiß ich nicht, warte mal. Notizen, obwohl. Mickey Cohen. Da sind zwei Mickey Cohen Dinger, ne? Soll ich ihn damit konfrontieren? Ich könnte es versuchen. Stare all you want. I have nothing to hide. Ja, gut. You're lying, Courtney. The other guys aren't smart enough to attempt something like this. You either give it up or I go after Jack for it. And how do you prove that, Cole? Wie wär's mit Mickey Cohen? We know about your showdown with Cohen. We found notes on your guys. Cohen is hitting our old unit. He believes we have the morphine. I told him that we don't have it. And that's the truth. Isn't it, Doc? I believe Mr. Sheldon. I think he's telling the truth, Detective. Seit wann dürfen eigentlich zwei in dem Verhörraum sitzen? Der Doktor raus. You were on the ship, Sheldon. Yes, that's correct. So you had opportunity. But it doesn't mean that I was involved. Ja, da weiß ich jetzt nicht, was ich sagen soll. Ich habe keinen Beweis, dass er mit drin hängt. Obwohl. Ich weiß es nicht, weil er zieht überhaupt keine Miene. Ich glaube ihm das. How do you think this is gonna play out, Courtney? It's either gonna be you or Jack. What's this got to do with Jack? Jack would never be involved in anything like this. But you would. He has already denied any wrongdoing. Have you finished, Detective? I'm just getting started. You have an answer for everything, Courtney. Let's hope Jack does, because now I'm going after him. Is there anyone you're not prepared to sacrifice? Jack is not in this. He's a good guy. You or Jack, Courtney. I don't care who goes to jail. I just want the morphine off the street. What are you offering, Cole? Don't be ridiculous, son. This man is gambling. What's your offer? Doctor! Good to see you. I'm conducting an investigation. Upstairs in my office, now. This man is about to confess. As of now, you're suspended from duty, pending a fitness review. What are you talking about?
You heard the man, Phelps. Upstairs and face the music like the hero you were. You certainly had us fooled, Detective. Phelps, you're one of my favorite sons. You've broken this old man's heart. Sir, what is going on? You're suspended, Phelps. Hand over your badge and gun. Don't keep him waiting. What is going on here? Your wife's attorney has pictures of you and the German. Compromising pictures. She's pressing charges. You'll be formally charged with adultery. A criminal cannot serve as an LAPD officer, as I'm sure you're aware. I don't understand. How could you do it, lad? Your wife, your children, consorting with the enemy and a dope fiend at that. You're lucky the war is over. You'd be taken out and shot. The department doesn't need this kind of publicity, Phelps. Hand over the gun, keep your head down until your board hearing. I forbid you to make any comments to the press. What the hell were you thinking? Also hat Roy das so hingedreht, ja? Marie, listen, Marie, I need to explain. Please leave. You're upsetting the girls. Let me see them, Marie. They're my daughters. Go to her, Cole. You have done enough damage here. Do you want me to call the police? For God's sake, Marie, can't we at least talk? What is there to talk about? Do you love her? Do you? What were you thinking? What about our children? Can you imagine what this has been like for them? Go away, Cole. My father has hired an attorney and you will be hearing from him. I'd like to explain, Marie. I'd like to tell you what I've been going through. What you've been going through? I have had reporters camped out on the front lawn all morning. I can't stand it, Cole. Hat ja gar keine Waffe mehr. Tja, ist er nur bei ihr geblieben wegen dem Fall? Wegen Informationen? Oder läuft da wirklich was? Irgendwas stimmt da doch nicht. Aber wir sind suspendiert. Fahrzeugschäden, Alter. Sachschaden. Sittendezernat abgeschlossen. Du wirst wegen deiner Tat degradiert. Mach dich bereit für eine Versetzung. Degradiert. Brandermittlung. Ja. Was soll ich groß sagen? Eigentlich nichts. Wir sind Roy los. Das ist auch das Größte. Um einen Marine wie Felix dazu zu bringen, seinen Kumpel zu verraten, braucht man Geschick und solide Beweise. 8 richtige Fragen von 14. Ja, der Fall ging auch so aus den Rudern. Aber wie gesagt, ich möchte das lieber, wirklich lieber, so zocken, dass das nicht alles nach perfekt ist. Ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. Na, von wegen, ich habe jeden Fall mit 5 Sterne oder doch 5 Sterne abgeschlossen. Nein, nein. Keine Vertuschung hier. Absolut nicht. Aber das da, was da abgezogen ist, ich weiß nicht. Also, entweder da läuft tatsächlich was
Oder er hat es gemacht, um Informationen zu bekommen oder für einen Fall erstmal zu untertauchen, nur mäßig, weißt du, dass sie weiß ja anscheinend was. Und das wäre doof. Ich könnte mir das nicht vorstellen, dass Cole da seine Familie aufs Spiel setzt. Ihr habt im ersten Part hat man ja gesehen, wie er. Naja, gut, okay, das. Wer weiß, wie das in Coles Familie überhaupt war. Und vor allen Dingen hat er eben darauf keine Antwort gegeben, ne? Wie sagt man so schön, Schweigen ist eine andere Art der Zustimmung. Ja, ich hoffe, ihr stimmt auch im nächsten Part wieder mit ein. Ich mache jetzt erstmal Schluss, weil wir einen schönen Cut haben. Danke fürs Einschalten und ja, lasst mal eure Meinung zu dieser Situation da. Vielleicht liebe ich auch ganz falsch mit meinen Anmaßungen. Wie gesagt, ich lese euch in den Kommentaren. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Tschüss.